Ziemlich überraschend hat EA gestern das neue Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu Gameplay Pack vorgestellt, dessen Trailer ich in diesem Video für euch analysieren möchte. Das insgesamt 9. Gameplay Pack wird offiziell am 8. September veröffentlicht. Mit dem DLC können eure Sims die Einheimischen von Batuu kennenlernen, Missionen meistern und dabei Rufpunkte sammeln oder ebenfalls gegen den Widerstand kämpfen. Deine Sims können mit verschiedenen Fraktionen befreundet sein, er hat dafür aber schlechtere Chancen bei anderen Fraktionen. Es wird ebenfalls möglich sein, die Sims mit Lichtschwertern auszustatten und im Droid-Depot einen eigenen Droiden zu erwerben. Der Trailer beginnt mit einer weiteren Sicht der neuen Welt Batuu. Der X-Wing landet in der Spielwelt und gibt den Blick auf den Hintergrund frei. Hier fallen besonders die größeren Felsvorsprünge ins Auge, aber auch die großen Wasserfälle im Hintergrund sehen natürlich beeindruckend aus. Weiter kann man in der nächsten Szene die Welt etwas besser im Detail erkennen, hier ist auch Rey aus dem 8. Star Wars Teil zu sehen. Als nächstes befinden wir uns in der Mos Eisley Kantina, auch Hondo Ohnaka ist dabei. Im Spiel können die Lichtschwerter mit verschiedenen Klingen angepasst werden, wofür man Kyberkristalle und Schwertgriffe benötigt. Die Sims können ebenfalls Lichtschwert-Herausforderungen starten. Hier sehen wir ebenfalls eine weitläufige Sicht von Batuu, in der man wohl den sichtbaren Weg auf jeden Fall betreten kann. Die Welt ist wieder vollgestopft mit kleinen Details, vermutlich wird man diese Gebäude allerdings nicht betreten können. Was es wohl mit dem kleinen Tor hinten auf sich hat? In der nächsten Szene ist besonders der Stand und der kleine Roboter auffällig, diese beiden Kopfbedeckungen sehen aber ebenfalls interessant aus. Auch Rohre mit gruseligen Augen sind in Batuu nichts Ungewöhnliches. Die Stormtrooper klingen durch ihre Rüstung etwas dumpf, hoffentlich kann man ebenfalls diese Hütte von innen spielen. Irgendwie ist der Droide hier wirklich knuffig, welcher den Sims auch beim Analysieren von Objekten helfen kann. Vielleicht spielt sich diese Erkundungstour ein wenig wie die unterirdischen Tunnel aus Strangerville, so wirkt es zumindest in diesem ersten Gameplay-Abschnitt. Jetzt sehen wir wieder die Mos Eisley Kantina von innen, beachtet hier aber besonders die detaillierte Bar im Hintergrund. Ich habe aber ehrlich gesagt etwas Angst, da wir im ganzen Trailer kaum wirklich brauchbare normale Objekte zu sehen bekommen haben. Kann es sein, dass dieses Pack deshalb für Baumeister wieder nicht sonderlich interessant wird? Der Musikroboter aus der nächsten Szene ist wirklich witzig und bringt alle zum Tanzen, er hat aber auch ein paar Aufgaben für deine Sims auf Lager. Die Sims scheinen hier auch komische Geldgeschäfte mit einer neuen Animation zu tätigen. Ansonsten funktioniert die Bar wohl ganz normal wie aus dem Basisspiel, selbst ich als absoluter Star Wars Noob kann hier ein paar Sims aus Star Wars erkennen. So wie die Sims sich hier im Trailer verhalten, wird das vermutlich nicht im fertigen Pack möglich sein, naja. Hier sehen wir einen der Lichtschwertkämpfe, die die Sims durchführen können, scheinbar gibt es auch andere Flieger als nur den X-Wing. Aber sind wir mal ehrlich, diese werden wohl funktionieren wie die Besen aus Reich der Magie. Die Sims steigen ein, fliegen hoch und landen direkt irgendwo anders in der Welt, oder es kommt einfach ein Ladebildschirm. Gameplay-technisch wahrscheinlich nicht sehr interessant. In dieser Szene stehen wieder sehr viele Deko-Objekte herum, von denen aber auch nur das Objekt in der Mitte besonders interagierbar aussieht. Haben wir jetzt das erste Pack in der Sims-Reihe, in dem die Sims mit Waffen herumschießen können? Wow, was für ein cooles Laserschwert! Da wir im Trailer nur zwei wirkliche Regionen gesehen haben, gehe ich auch davon aus, dass es ungefähr zwei, maximal noch drei Regionen geben könnte. Damit wären wir auch am Ende dieser Trailer-Analyse und damit auch am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr meine Reaktion zum Trailer sehen wollt, schaut hier links vorbei. Also dann, bis zum nächsten Video.